So. Dann da drauf. Und hier drauf, da haue ich aber noch vorsichtshalber noch mal eine. So. Okay, haben alle nicht getroffen. Da vielleicht? Sauber, Ziel zerstört. Und jetzt noch das Lagerhaus. So, perfekt. Ziel zerstört. Okay, gut gemacht. Neues Ziel, zerstören Sie protonierende. Gut, wir haben aber die Präzisionsbomben. Ah, da haben wir zufällig noch eine andere Waffe. Nein. Wie bitte? Ich soll jetzt mit den Präzisionsbomben einen Heli runterholen. Alter, willst du mich jetzt völlig verarschen? Entschuldigung, aber das geht mir ein bisschen zu weit, oder? Oder fliegt der Heli gar nicht? Doch. Wie zur Hölle soll ich damit einen Heli runterholen? Ist das jetzt ernst gemeint, dass ich mit den Präzisionsbomben den Heli runterholen soll? What the fuck, ey? Das geht mir jetzt irgendwie ein bisschen zu weit. Hat die getroffen? Nein. Aber wir haben halt auch keine anderen irgendwie... Warte mal. Ah, verstehe. Lol, also an die MG habe ich jetzt gar nicht gedacht. Tut mir leid. Siehst du mal, mit was das Flugzeug hier alles ausgerüstet ist, ne? MG muss man auch mal wieder in Betracht ziehen. Ich schieße mich in Hawks eigentlich gern mit der MG, weil in Hawks 1 war die sowas von derbe Scheiße. Sie getroffen, okay. Navpunkt Bravo, das heißt, wir fliegen aber erstmal auf 5000 Meter hoch. Gut, also 15.000 Fuß müssen wir erstmal hochfliegen. So, jetzt aber. Reaper 110 Rider, auf Ihrer Techmap sollten jetzt neue Ziele sein. Sie haben Feuererlaubnis. Okay, dann da drauf. So, da drauf. Erwischt, Ziel zerstört. Okay, dann gehe ich erstmal hier auf diesen Frachter. Müsste jetzt schon zerstört sein. So, Frachter wurde nicht zerstört. Wieso zur Hölle zerstöre ich diesen Frachter nicht? Jetzt aber, jetzt sollte er zerstört werden. Okay, sauber. Und jetzt noch ein Gebäude. Na los, draufhauen. Okay, und jetzt noch diesen Heli da. Okay, dann runter zu den Helis. Da müssen wir wieder mit der MG ordentlich draufhauen, aber wir müssen dazu erstmal wieder weiter runter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Okay, wir haben ihn schon mal getroffen. Verdammte Scheiße, ich komme zu schnell rein. Na, jawohl, zerstört. Jetzt wieder hochziehen hier schnell, ganz, ganz schnell. Oder da ist noch ein Heli, verdammte Scheiße, ey. Also mit den Helis habe ich zu kämpfen irgendwie. Jetzt, zerstört, jawohl. Und schnell wieder hoch. Das Flugfeld, von dem diese Helis starten, steht jetzt auch auf der Zielliste. Der Route zum Ziel folgen und ausschalten. Gut, zum Flughafen also ab jetzt. Wir müssen wieder auf 5000 Meter hoch, also auf 15.000 Fuß. Aber das sollten wir diesmal locker schaffen. Und vor allem ab 15.000 Fuß können wir nämlich auch keinen Schaden mehr nehmen. Bis dahin kommen nämlich die feindlichen Angriffe nicht. So, ab jetzt haben wir also unsere Ruhe. Okay. Okay, dann wieder da rein und...
Ich zerstöre jetzt lieber schon mal die Flugzeuge, bevor die nachher nämlich starten und wir mit der MG runterholen müssen. Das wäre nämlich nicht so toll, weil mit der MG, wie gesagt, bin ich nicht so toll. Reaper 1-1 T-Rider, unser Radar zeigt mehrere feindliche Jäger, die kurz nach Beginn des Angriffs von dem Flugfeld gestartet sind. Sie haben die Stadt nach ihnen abgesucht und sind jetzt auf dem Weg zurück zum Flugfeld. Okay. Wir werden schon erfasst, das heißt, sie haben uns schon bemerkt. Das heißt, wir müssen sie doch mit der MG runterholen. Ist meiner Meinung nach nicht gerade die beste Idee für mich, aber was soll's? Was will man dann machen, ha? Los. Zerstören Sie die Ziele auf dem Flugfeld. Ist schon erledigt, mein Lieber. Jetzt müssen wir diese Jäger hier zerstören. Na, wo sind sie denn? Lol. Wo sind denn diese Scheißjäger? Die führen mich hier im Kreis rum. Verdammte Scheiße. Ja, ich habe das Gefühl, dass dieser Jäger mich verarscht. Wow, da war er gerade. Direkt über mir. Er ist viel zu nah an mir dran. Ich hau nochmal kurz ein bisschen aufs Flugfeld drauf, dass eigentlich diese Mission weg ist. Vielleicht zerstören wir da ja noch irgendwas. Glaube ich aber eher weniger. Okay, jetzt aber. Wo sind denn deine lieben guten Jäger? Hallo, meine Freunde. Kommt her. SU-27, wo seid ihr? Da vorne, direkt vor mir. Boah, Alter. Also im Tutorial war das deutlich einfacher, weil einfach meine Ziele da total lahm geflogen sind. Schaden, Schaden, wir nehmen so viel Schaden. Boah, Alter, ich kann mit dieser MG nicht umgehen, verdammt nochmal. So, Ziel zerstört, sauber. Ja, das weiß ich selber, das habe ich direkt vor mir gesehen, das brauchst du mir nicht nochmal sagen. Boah, Alter, los, rüber, 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 rüber. Und jetzt, und... getroffen. Und zerstört, jawoll. Okay, wir sollen jetzt also irgendein Hotel angreifen. Oder auch nicht. Roger, Wolfhound, wir warten. Reaper 1-1, Z-Rider, weiter zu Nachtpunkt Charlie. Okay, weiter zu Nachtpunkt Charlie, sagt er. Und das machen wir natürlich auch. Wie viele Nachtpunkte gibt es denn hier noch? Also das eine ist in der Bombe hier zu fliegen, ist irgendwie auch mit der Zeit nicht so das Gelbe vom Ei. Weil wir haben gar nicht so viele Luftziele, bis jetzt nur zwei Jäger. Und die anderen Jäger haben wir schon im Vornherein zerstört. Ja, gucken wir mal, ne? Nachtpunkt Charlie, 3000 Meter noch entfernt. So, da sind wir. Das ist also das Hotel, was wir jetzt angreifen müssen. Aber da sind ja noch, wie gesagt, Zivilisten drin. Okay, dann. Rebellische Fahrzeuge angreifen. Wir sind... oh Gott, die sind so weit entfernt. What the fuck, ey. Okay, da muss ich nochmal hier... Ja, ja, chill mal dein Leben. Nein, wir sind zu tief, aber vorher waren wir doch auch nicht zu tief. Jetzt sind wir nicht mehr zu tief, okay. Lol, aber jetzt sind sie zu viel Risiko. Hä? Ein Scheiß, Mann. Muss ich die jetzt mit der MG zerstören oder was? Verdammt nochmal. Oh nee. Ihr wisst, wie ich die MG mag. Nämlich gar nicht. Vor allem, ich sehe nichts. Und vor allem, die kriegen kein Damage. Da kann ich draufhauen, wie ich will.
Ah, Ziel zerstört, jawohl. Okay, dann muss ich nochmal ganz kurz von vorne anfliegen, weil die da, die schießen ordentlich gerade auf mich drauf und dafür habe ich keinen Bock. So. Oh, Alter, verpisst euch doch alle. Ihr könnt doch eh nichts gegen mich ausrichten. Ihr könnt mir höchstens 3 oder 4 Schaden zufügen, ihr Lappen. Okay. So, jetzt dieses rebellische Fahrzeug. Das rebellische Fahrzeug, genau. Das Rebellenfahrzeug natürlich. LOL. LOL, Alter, jetzt bin ich tatsächlich in das... Oh, nee. Ach, komm, ich hasse diese Kack-MG, ey. Och, nee. Ganz ehrlich, die MG ist der größte Mist auf Erden. Ja, meine Güte, weißt du eigentlich, wie ich da drauf hau? Wenn die MG auch noch ein bisschen Explosionsdamage machen würde, wären diese Dingens, diese Fahrzeuge schon längst Geschichte. Weil normalerweise sind das ja Kugeln, die auf dem Boden auch ordentlich Bums geben und nicht nur so einschlagen. Ja, das sind halt mal ein paar Kugeln eingeschlagen. Das sind ja, naja, die hauen ja ordentlich rein teilweise. Aber hier von unserem Flugzeug irgendwie nicht. What the fuck, Alter? Ich komme mit der MG nicht klar. Ich muss da so extrem tief fliegen, um diese Dingens zu bekommen, um die Rebellenfahrzeuge zu bekommen. Und damit komme ich einfach nicht klar. Ja, ja, geht klar. So, ich bremse es mal enorm ab. Gott, ey, Alter. So, jetzt fliege ich das Ganze nochmal von vorne an, dass die mir quasi entgegenfahren. Vielleicht treffe ich es dann mit der MG besser. Ich weiß, habe ich gerade auch gemacht, aber dieses Mal ein bisschen langsamer. Ich überlege mir gerade ernsthaft eine gute Taktik. Gut. Und jetzt noch das da vorne. Nein, 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 nein. Ziel getroffen. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir das noch einmal kurz treffen. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal von hinten an. Ah, wir nehmen das Ding von hinten, ne? Nee, Quatsch. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. So, los. Ja, ja, Strömungsabrisswarnung ist mir im Prinzip egal. Hauptsache, ich treffe endlich diese fucking Fahrzeuge. Sauber, Ziel zerstört. So, und jetzt schnell wieder hoch. Okay. Hervorragende Arbeit, Reaper 1-1. Fliegen Sie zurück zum Träger. Ja, da würde ich mal sagen, wir haben diese Mission mehr oder weniger bravourös erfüllt. Also wohl eher weniger. Und jetzt zurück zum Flugzeugträger. Quasi noch eine gute Landung hinlegen. Und dann wäre es das auch mit dieser Aufnahmesession gewesen. Mensch, ich habe fast eine Stunde lang aufgenommen. Das ist schon wieder eine ganze Weile. Also wenn ich einmal Hawks aufnehme, dann auch richtig. Das ist echt so bei mir. Und jetzt zum Ende hin bin ich ja auch ein bisschen besser geworden. Weil am Anfang von dieser Aufnahmesession, da habe ich ja... Also Folge 5 wäre das quasi gewesen. Da habe ich ja quasi ordentlich gefailt teilweise. Gut, so. So, da würde ich sagen, erstmal enormst abbremsen. Der Flugzeugträger ist schon wieder direkt vor uns. Ich hoffe, wir schaffen das noch in diesem Landeanflug. Jawohl, sollten wir schaffen. So, Fahrwerk ausfahren. Sauber. Ja, ja, ich weiß, wie man landet. Brauchst mir nicht nochmal extra sagen. Aber auf dem Flugzeugträger landen ist immer so eine Sache. Sauber, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir haben diese Mission beendet. Wir haben jetzt 2 oder 3 Missionen in dieser Folge oder in dieser Aufnahmesession geschafft.
Ich würde mal sagen, das war's von Hawks 2 erstmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, meine Lieben. Ja, und wartet auf mehr Action im Flugzeug und natürlich auch mehr Fails. Bis dann. Ciao.